Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 3. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Family. Und ich freue mich so sehr, dass wir wieder hier sind. Allerdings wurden meine Einstellungen wieder zurückgesetzt. Ich weiß nicht, wieso das immer passiert. Deswegen hoffe ich, wie immer, dass jetzt nichts irgendwie besonders komisch ist oder so. Dass es anders aussieht oder dass es irgendwie viel zu laut ist oder so, obwohl ich das in der Post-Production natürlich nochmal versuche, dann zu fixen zur Not. Aber ja, wir starten einfach mal hier rein. Wir haben heute ja auch was ganz Besonderes vor. Und wir schauen einfach mal, wie süß die Freundin mit Clarissa Springs. Wer ist das? Ich würde dann einen unbezahlten Urlaub nehmen auf jeden Fall für morgen. Hier kämpfen vor meinem Fenster einfach gerade zwei Tauben. Das macht mir Angst. Die kleine Maus hat auf jeden Fall hier Spaß. Süß. Wann hat sie Geburtstag? Ach, in 6 Tagen erst. Papalapap, alles easy. Kinder, die bereits früh mit dem Musizieren beginnen, entwickeln sich häufig zu wahren Genies. Ich glaube, dass das mit der Musik auch Sinn macht, weil ich meine, Sophia macht ja auch Musik. Und ich finde es realistisch, dass dann ihre Tochter auch Interesse daran zeigt. Ich würde gerne einmal Tag haben. Weil ich würde gerne das so ein bisschen vorbereiten. Ich hoffe, morgen regnet es nicht. Aber ich fände es schön, wenn wir so eine kleine Gartenhochzeit nur machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sowas Großes machen, ehrlich gesagt. Weil die haben jetzt ja auch nicht so viele Freunde. Diese Hochzeitstorte ist ja mal süß. Von was für ein Dings kommt die? Also ja, obviously ist das Store-Content, aber die ist voll schön. Aber die hole ich noch nicht, weil ich glaube, die können ja auch vergammeln. Ich finde den hier eigentlich ganz süß, den Hochzeitsbogen. Ich habe leider nicht den Buffettisch runtergeladen von dem Valentinstags-Dings aus dem Store. Das wäre jetzt richtig süß gewesen. Aber dann nehmen wir einfach hier so einen weißen Buffettisch. Ich glaube, wir müssen das Teleskop mal kurz ins Inventar tun. Das sollte eigentlich schon reichen. Wie gesagt, wir haben nicht so viele Freunde. Soll ja auch nur eine Kleinigkeit werden, ja. Musik brauche ich noch, aber wehe, es regnet, ne? Warum kann ich denn hier eine Wand nicht machen, sondern nur hier? Move Objects regelt. Tipptopp. Erstmal speichern. Leni hat einfach gerade Sophia gebissen, okay. So, Ava kommt jetzt ins Kinderbett. Dann wird geschlafen. Und morgen ist der große Tag. Sie wünscht sich übrigens, hier so einen Kinderwagen zu kaufen. Ich speichere mir das mal ab. Weil wenn wir Zeit haben, können wir safe mal einen Ausflug machen so. Du bist richtig müde, schlaf einfach. Danke. Wow. Beschweren lohnt sich. Nee, wir haben heute frei. Keine Fahrgemeinschaft. Aber sie kann, nicht jetzt Party veranstalten. Doch. Doch, das ist das Richtige, ne? Doch, es ist das Richtige. Eine Hochzeitsparty, obviously. Die beginnt natürlich nicht um 8. Sagen wir 12. Formelle Kleidung wäre natürlich supi. Sie kann ja ihre Kollegen auch einladen, weil das macht man ja so. Kann ja Amy Green einladen. Diese Clarissa laden wir auch ein, weil die ist ja anscheinend ja Friends mit Sophia. Ansonsten denke ich, passt das so. Ja, wegen Romy ist natürlich ein bisschen blöd, wenn wir sie wahrscheinlich wieder nicht sehen, aber ich möchte sie trotzdem einladen. So, sie geht auf jeden Fall noch duschen. Sie weckt jetzt einfach ihre Tochter. Ich weiß ja nicht. Oh, sie kann aufs Täppchen gehen. 12 Grad sind heute. Trainiere 4 Stunden. Bringt Starpunkte. Ja, können wir ja mal annehmen. Sie möchte Pizza bestellen. Ich glaube, wir haben jetzt hier erstmal was Wichtigeres zu tun. Heute. Also, sie möchte erstmal Gitarre spielen. I love you. So, wir schauen mal den Wetterbericht und gucken mal. Ich gucke nie den Wetterbericht, aber heute ist es wichtig. Ich muss ja wissen, ob ich jetzt dann drin irgendwie auch noch mich um irgendwas kümmern muss. Also heute wird es anscheinend sonnig. Das ist super. Ich gucke immer am liebsten ran an den Herd, weil dann lernen die auch immer Kochfähigkeit. Heute laggt mein Spiel so krass. Ich weiß nicht, was los ist. 230 Rechnungen ist okay, ne? Ich nehme einfach schon eine halbe Stunde auf und habe irgendwie noch nichts erreicht. So, die Party geht bald los. Ich würde sagen, da kann ich jetzt ja diese Torte kaufen. Die kann ich hier nicht hinstellen, ernsthaft gerade? Stellen wir das einfach hier daneben. Da kann der Kuchen nämlich hin. Oh mein Gott, ich glaube, das Spiel hat sich schon wieder aufgehangen. Ich kann das alles nicht mehr. Es ist so krass nervig, wirklich. Ach, wir sehen uns dann gleich wieder. So, wir sind dann auch mal wieder zurück. Ich habe jetzt nochmal gespeichert und ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Warum? Hast du die Mülltonne umgeschmissen? Why? Einfach nur why? Ich habe die kleine Maus ein bisschen länger ausschlafen lassen. Das ist jetzt, glaube ich, ja ihre normale Party... Also Partykleidung? What is it called? Abendkleidung. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Oh, da ist schon jemand da. Die Person verpisst sich einfach direkt. Was ist denn da los? Oh mein Gott! It is the one and only Romy Wagner. Wie konntest du denn gefixt werden? I cannot! Oh mein Gott, ich bin so happy gerade. Auch wenn hier alles schief lief. Wir haben unsere Romy wieder. So, wir schalten den Lautsprecher mal ein.
Das funktioniert nicht. Dann hängen wir den halt doch hier vorne hin. Ist vielleicht ein bisschen nervig, aber egal. Warum können sie den Lautsprecher nicht einschalten? Dieses Spiel macht mich fertig. Aber wenn es sonnig ist, können wir ja auch so eine auf den Boden oder so stellen. Lass mal französische Musik anmachen, aber wir machen die Musik auf niedrig, weil ich habe Angst, Copyright claimed zu werden. Aber ich bin gerade so happy. Rowy! Oh mein Gott, ist das schön. Oh mein Gott, das ist ihre Abendkleidung. Aber ich finde es irgendwie jetzt auch nicht so unpassend, ne? Ja, komm. Wir heiraten jetzt einfach, wenn ihr Bock habt. Hallo? Can you please marry? Nee, jetzt heiraten die hier, oder was? Ich kann nicht mehr. Why? Warum geht ihr nicht nach draußen? Okay, gehen sie jetzt. Gott sei Dank, ey. Ich hätte auch geheult sonst. Braucht ihr ein schönes Band? Wieso ist dieses Lied so laut, obwohl ich auf niedrig gestellt habe? SOS Affenalarm. Warum setzt ihr euch nicht? I cannot. Also Sims 4 ist schon verbuggter als Sims 3, oder? Also, hier läuft zwar gar nichts, aber kein Problem. Sie steht einfach komplett davor. So, gucken wir uns das jetzt von hier aus an. Ist schon süß. I love you. Brauche ein paar mehr Screenshots. Das muss hier alles toll aussehen. Juhu, geheiratet. Kissenschlacht. Ja, das ist auch das Erste, was ich da, woran ich denke, wenn ich geheiratet habe. So, dann kann sie mal das Essen servieren. Dann muss sie mal ganz dringend pipi. So, ja, ich weiß, die Tochter war jetzt nicht dabei. Aber ich kann auch nichts für. Wir sind jetzt verheiratet. Sophia Wagner. Süß. Sie möchte direkt den Hochzeitskuchen anschneiden. Sie so, wo ist meine Frau? Aber pipi machen ist schon wichtig auch. Es ist so schön, dass Romy dabei ist, ne? Es hat sich gelohnt, sie einzuladen. Oh, sie freut sich voll, dass ihre Frau da ist. Oh, I love it. I cannot. Oh, haben die hier auch so eine süße Animation? Nö. Ich dachte. Sie gehen ja auch noch an verschiedene Tische. Kann das alles nicht mehr. Sie kann ja Romy mal endlich begrüßen, weil sie kennt sie einfach noch nicht. Verliebte Sims benehmen sich in den Augen anderer wie die Verrückten. Oh. I love you. Ist dem Kind gut? Ja. Oh. Einigermaßen. Hund ist auch in Ordnung. Wie die alle direkt spülen wollen. Was ist denn mit euch? Ja, redet einfach alle mal ein bisschen miteinander. Aber manche verpissen sich auch schon. Also, wer denkt, dass eine Hochzeit nur 5 Stunden geht? Ich weiß auch nicht. Aber wieso schleicht sie jetzt? Oh mein Gott, ihr Sozialbedürfnis ist komplett am Arsch. Romy geht nach Hause. Was? Warum eskaliert das hier so? Paparazzi ist auch noch hier. Beste Hochzeit ever, auf jeden Fall. Was ist hier mit ihr passiert? Warum hat sie so ein krass schlechtes Bedürfnis? Hilfe! Freund verloren? Ihr, dann unterhaltet ihr euch halt wenigstens noch ein bisschen, Alter. Was ist das? Hat sie richtig gelohnt, die ganzen Sachen zu kaufen. Ja, könnt ihr bitte miteinander reden? Ich halte das alles nicht mehr aus. Die Hälfte der Interaktion ist einfach abgebrochen. Ich meine, das so am Abend des Hochzeitstages? Warum kann sie mit Rosa? Egal. Nein, nein, wir machen hier kein Drama. Können wir nicht drauf klar, wie niedrig ihr Sozialbedürfnis war? Aber es steigt zumindest schnell. Wer ist das? Und danach räumen wir das ganze Essen in den Kühlschrank, weil wir verschwenden hier nichts. Es waren 250 Simoleons. Sophia ist Riley treu. Wegen unangetastetem Ruf. I can't. Ich kann das nicht wegstellen. Wird das denn schlecht? Wahrscheinlich, ne? Es hat wahrscheinlich keiner sich was zu essen geholt. I hate this. War ein toller Hochzeitstag auf jeden Fall. Hätte gar nicht besser laufen können. Nee, Hund, du kannst nicht da liegen, weil sonst kann Mutti nicht ins Bett. Es war ganz süß von dir, aber nein. Nee, geh einfach ins Bett. Nein, nicht entspannen. Schlafen. Hier schlafen. So, du kannst ruhig aufs Sofa. Ist kein Problem für mich. Auf dem Tisch geht das nicht. Dann hier hingehen. Nee, hier schlafen. So, wieso bist du hier, Bro? Warum machst du hier deine Hausaufgaben? Ich speichere lieber. Ich habe schon ungefähr 50 Mal gefühlt gespeichert heute. Und trotzdem ist das Spiel abgestürzt. I cannot. Wer kennt es übrigens nicht? 1 Stunde für einen Sims-Tag, oder? Das war viel zu viel Zeit, die hier rein investiert wurde. Ach, da ist jemand wach. Hör auf zu schreien. Mutter ist doch schon da. Ach, die haben jetzt ein paar Tage frei bekommen. Süß. Ja, das Ganze können wir jetzt ja wieder verkaufen. Okay, das muss wahrscheinlich erstmal vergammelt sein. Die können wir eigentlich behalten. So, und wenn sie schon mal wach ist, kann sie ja ein bisschen musizieren. Warum will sie außen rumgehen? Girl, geh hier rein. Die wollen die ganze Zeit außen rumgehen. Was ist das für ein komisches Routing-Problem? Sie wird gern befördert werden. Sehe ich auf jeden Fall. Also sie muss Besties mit ihren Bandmitgliedern werden. Huch. Ich weiß nicht, ob es diese Tür ist, die... Also, aber ich lösche jetzt diese Tür hier hinten. Kann sie jetzt wieder dahin? Ja. Okay. Anscheinend ist es diese Tür, dieser zweite Gang nach draußen, der irgendwie Routing-Probleme gemacht hat. Dann führt halt kein Weg mehr da nach hinten.
ist okay. Ich frage mich, ob das schlecht wird. Ich weiß es wirklich nicht. Kannst bitte die Sachen aufräumen? Danke. Sie wird auch Kinderreizerhöhung haben. Aber was hier denn passiert? Das sind Bugs zum Beispiel, die finde ich ganz witzig eigentlich. So, kann sie das Buch weiterschreiben? Danke. Sie hat alles gelernt, was es auf dem Xylophon zu lernen gibt. Seit dem Neustart funktioniert das Spiel aber ein bisschen besser, also es laggt nicht mehr so viel. Ich habe wirklich keine Ahnung, woran es lag. Oh, sie geht selber auf Toilette. I'm so proud of her. Und sie kann ja ein bisschen Gitarre üben. Obwohl, sie sollte eigentlich auch trainieren, ne? Egal. Sie kann erstmal ein bisschen Gitarre spielen. Also, sie wird schon wieder angerufen. Als Star hat man es nicht leicht. Wallace Flores, wer auch immer das ist. Keine Ahnung, redet miteinander, kein Problem. Wir haben Sachen geschenkt bekommen. Wo ist denn das nächste Trainingsstudio? Ich glaube nur hier, ne? Dann nach dem Telefonat kann sie ja trainieren gehen. Urlaubsgeld. Sie würde gern was Teures kaufen. Ja, alles klar. Ich wüsste zwar nicht was, aber... Also, wir haben Drachenflug bekommen. Das ist ein Gemälde. Finde ich gar nicht mal so hässlich. Was können wir hier so hinhängen? Wow. Das verkaufen wir. 4000? Aber das ist süß. Panda. Können wir das ins Kinderzimmer tun? Ich weiß ja auch nicht. Die kennen sich einfach nur. Keine Ahnung, wer das ist. Ist mir auch egal. Wir setzen mal Ava in den Laufstall, weil ich glaube, die kann noch mit diesen Rechentafeln üben. Ich glaube, da lernt die auch irgendwas. Ich meine, sie hat noch 4 Tage, bis sie dann zum Kind wird. Und wir machen ja alles, was wir können. Ja, guck mal. Hier lernt sie auch irgendwas. Das macht sie jetzt. Okay, das Essen kann schlecht werden. 0,4 Stunden. Man kennt es. So rechne ich das auch immer. Schon chillig so, wenn man nicht arbeiten muss, ne? Stimmt, sie erreicht ja dann auch Fitnessfähigkeit dadurch. Ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Bisschen Training. Sie wünscht sich, ein Kind zu bekommen. Wir kaufen kurz was für 500, damit wir den Wunsch annehmen können. Ich würde halt schon gerne, dass Ava wenigstens ein Kind ist, bevor wir dann ein neues Kind bekommen. Damit das Kinderbett hier frei ist und... Ava dann halt hier hinten ins Zimmer schon ziehen kann. Ich weiß nicht, was wir kaufen sollen. Der Kinderwagen ist auf jeden Fall richtig süß. Den kaufe ich auf jeden Fall. Aber es ist leider nicht 500 Simoleons wert. Ich glaube, ich finde sowas hier ganz cool. Ich meine, noch können wir damit nichts anfangen, ne? So wirklich. Aber ich finde es schon cool. Baumhäuser sind schon echt süß. Sophie hat eine Einladung auf die Party von Wallace Flores erhalten. Um 21 Uhr. Ich denke, dass Sophie da hingehen kann, oder? Level 3 einfach erreicht. 2,86 Stunden. Warum ist sie um 17 Uhr schon so müde? Sophie hat sie gar nicht getan. Bei Sophie geht's zwar und sie hat voll Sport gemacht und so. Danach kann sie ja nochmal nach Hause kommen und nochmal was eaten. Aber das steigt viel langsamer als diese anderen Fähigkeiten. Und dann kann sie sich ja auf jeden Fall schon mal auf die Suche machen, wo die wohnen. Dann kann sie da ja schon mal dann hin. Dauert ja immer einen Moment, bis sie dann da ankommen und so. Wenn sie fertig mit Aufräumen ist, dann darf sie natürlich auch schlafen. Ja, schon angekommen hier. Sophie hat erfahren, dass Wallace reich ist. Kann sie ja mal rangehen. Ihm geht's auf jeden Fall auch gut. Ich bin da an der Party. Oh, erstmal hier um Heu kümmern. Der hat ein Pferd. Oh, yo, Jumper. Bauchkraulen. Oh, er ist definitiv ein Werwolf. Wallace hält Sophia für kokett. Excuse me. Oh, er hat richtig Hunger. Die Familie scheint sehr groß zu sein. Guck mal, die Energie steigt sogar, wenn man in diesem Ding ist. Es ist schon crazy. I'm with crazy ones. So, Sophia kommt jetzt nach Hause. Ich glaube, ich lasse sie einfach mal die ganze Nacht hier mit den Rechentafeln spielen. Weil sie ist ja auch null müde oder so. Ich lasse sie dann morgen raus, obviously. Ich lasse sie jetzt nicht, bis sie ein Kind ist da drin. Also sie kann da anscheinend gar nicht mehr machen. Entschuldigung. Was machen sie hier? Hör auf damit. Was ist seine Mission? Was passiert mit den Aliens hier? Ich habe keine Ahnung. Scannt er gerade das hier? Wir begrüßen ihn Barsch. Was machst du hier? Jetzt möchte sie Best Friends mit dem werden. Kämpfen. Komm, wir werden kurz Feinde. Warum kann sie so schnell Feinde werden mit jemandem? Können wir jetzt sagen, dass er gehen soll? Okay, er geht jetzt auch. Oh mein Gott, ey. Ciao. Romy hat einen neuen Partner. I cannot do this. Vor allem, es scheint er ja viel jünger zu sein als sie. Also, I'm not here to judge. Aber es ist wild. Die Sozialbedürfnisse so tot. Können wir bitte keinen wecken? Danke. So, jetzt lass die kleine Maus mal raus. Jetzt spielt sie mit ihrem Spielzeug. Ich finde das richtig süß. Ich bin mal gespannt, ob das hier funktioniert. Dass der später dann auch zum Leben erweckt und so. Weil manchmal glitscht das ja so ein bisschen. Ich fände es schon cool, wenn das klappen könnte. Süß, sie wünscht sich einfach, Riley zu küssen. Ich denke, an der Stelle mache ich dann aber auch für heute Schluss. Ich meine, ich sitze hier ja schon wieder viel länger, als ich es eigentlich mir gedacht habe.
in Sims 3 nehme ich halt anscheinend ja nur so lange auf, weil es die ganze Zeit crasht und das Speichern 30 Jahre dauert. Aber hey, immerhin haben wir jetzt geheiratet. Und ich denke, im nächsten Part könnte die kleine Maus schon zum Kind werden. Also ich meine, 3 Tage ist natürlich sportlich, aber ich denke, grundsätzlich könnte das schon sein, dass das so weit kommt. Ich fände es auf jeden Fall cool. Und wenn nicht, dann ist es auch so. Und ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat, auch wenn ich hier sehr gestresst war zwischendurch. Wie gesagt, ich bin aber trotzdem happy, dass Romy wieder existent ist. Und wir sehen uns dann bestimmt im nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!